Guten Morgen, liebe Leute. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Es geht euch allen gut. Mir geht's auf jeden Fall prächtig. Let's go. Schön, dass ihr den Weg auf meinen Kanal zurückgefunden habt und oder neu auf dem Kanal seid. Herzlich willkommen. Heute geht es in der Serie weiter. How to learn Bushcraft. Und ich werde mir heute das Taschenmesser vornehmen. Ich habe letzte Woche schon das ein oder andere aufgenommen und mir ist ein kleiner Unfall passiert und mein Taschenmesser ist quasi kaputt gegangen. Ich werde euch das einmal kurz einblenden. Ich wollte für euch ein Speer bzw. eine verlängerte Sägemöglichkeit bauen. Und ja, dabei ist dann der Korkenzieher abgebrochen und ich habe echt nicht viel Kraft aufgewendet zu dem Zeitpunkt und es hat mich echt richtig doll geärgert. Danach hatte ich keine Lust mehr und habe das Video abgebrochen. Deswegen geht es heute weiter, beziehungsweise ich fange nochmal neu an und das mit dem Speer und der verlängerten Säge kann ich euch nicht zeigen. Aber ich habe noch den ein oder anderen Skill, den ich euch mit dem Taschenmesser gerne zeigen möchte und die ich auch selber noch nie ausprobiert habe. Also das ist für mich hier auch quasi das erste Mal, dass ich das alles mache. Klar habe ich mit dem Taschenmesser schon geschnitzt und gesägt und eine Dose aufgemacht, aber es gibt noch viele weitere Techniken und ein paar davon möchte ich euch heute gerne vorstellen und selber auch gerne ausprobieren. Und zwar habe ich dieses Taschenmesser dabei. Das ist nämlich das Victorinox Ranger Wood. Und wie ihr sehen könnt, ist der Korkenzieher unten abgebrochen, was mich doch mehr geärgert hat, als ich gedacht habe, weil ich trage dieses Messer schon, ich würde sagen, seit 1,5 Jahren jeden Tag bei mir und ich mache damit echt viele Sachen und das ist einfach echt eine Schande von Victorinox, dass das nachgibt, weil ich habe diverse Videos gesehen, wo die Leute das auch gemacht haben und bei mir bricht es ab. Wie sagt man so schön, ich hatte vielleicht die Montagsvariante, das Montagsmodell, man weiß es nicht. Wir fangen jetzt erstmal mit ein paar Funktionen an. Hier haben wir einmal den Dosenöffner. Dieser Dosenöffner eignet sich auch hervorragend, wenn man mal eine Orange pellen will, weil diese Kante hier oben, das ist sehr scharf und dann kann man super in die Orange reinschneiden und die dann abpellen. Und dann kann man mit diesem kleinen Haken hier unten noch zum Beispiel einen Topf vom Feuer nehmen. Da kann man das dann unten einfach einhaken und dann kann man das Messer quasi als Griff benutzen. Dann haben wir hier oben noch einen kleinen Schlitzschraubenzieher dran. Bei dem Flaschenöffner haben wir einen großen Schlitzschraubenzieher. Zu der Säge, ich glaube, da brauche ich nicht viel zu sagen. Die Säge ist wirklich super scharf und es macht wirklich viel Spaß, damit zu arbeiten. Beim Ranger Wood haben wir auch eine echt angenehme Größe, um damit arbeiten zu können. Ja, dann haben wir das Messer natürlich, damit können wir schnitzen und diverse andere Arbeiten machen. Das Ranger Wood Taschenmesser ist arretierbar. Nicht alle Taschenmesser, die man so kaufen kann, haben eine Klinge zum Arretieren, also nicht zum Feststellen. Hier, wie ihr sehen könnt, das fällt nicht nach unten. Deswegen, Leute, seid immer schön vorsichtig, wenn ihr mit dem Taschenmesser arbeitet. Mir ist das schon ein, zwei Mal passiert, dass ich das Messer gehalten habe, so. Und ich habe was gemacht und die Klinge klappte ein und hat mich hier reingeschnitten. Das ist eine Verletzung, die man wirklich vermeiden kann, wenn man ordentlich darauf achtet, mit seinen Werkzeugen umzugehen und nicht so unachtsam da irgendwie rumrockt und ja, denkt, das klappt nicht ein. Deswegen, ich entscheide mich lieber für eine feststellbare Klinge, weil da erfährt man ein bisschen sicherer mit. Aber für alle Leute, die keine feststellbare Klinge haben, achtet gut darauf, wie ihr damit arbeitet, dass es nicht einklappt. Und dann haben wir hier hinten ein Werkzeug, womit ich selber noch nie irgendwas gemacht habe. Damit können wir aber diverse Dinge machen. Also wir haben hier wirklich eine scharfe Kante. Es ist wirklich richtig scharf und es ist furchtbar spitz. Hiermit kann man nähen. Wie ihr sehen könnt, da ist ein Loch drin. Da kann man den Faden durchführen und im Notfall kann man damit Sachen nähen. Da kann man im Leder Löcher reinmachen und. Also es hat wirklich viele Optionen. Aber damit werden wir heute noch was anderes ausprobieren. Da bin ich sehr gespannt, wie das klappt. Ja, mit dem Schraubenzieher, mit dem Korkenzieher, das kann ich euch jetzt leider nicht mehr zeigen, wie man die Säge oder das Speer baut, weil es ist halt abgebrochen. Ich möchte euch nochmal vorweg sagen, alles, was ich in diesem Video zeige, ist nur für die Veranschauung, wie es machbar sein könnte. Ich übernehme da keine Verantwortung. Alles, was ihr macht, das macht ihr auf eigene Verantwortung. Und ja, das muss ich halt nochmal gesagt haben. Wie spaltet man Holz mit einem Taschenmesser? Als allererstes brauchen wir erstmal zwei kleine Stöcker. Die werden wir zu Keilen anspitzen und dann schnitzen wir das bis zur Mitte runter und das gleiche machen wir dann von der anderen Seite auch. Guckt euch mal diese Maserung an, Wahnsinn, richtig schön. Hohoho.
Ich habe meine Keile fertig geschnitzt. Hier sind die beiden Dinger. Das Holz war ganz schön hart. Achte darauf, dass die Keile nicht breiter sind als das Sägeblatt an eurem Taschenmesser. Das ist ganz wichtig, weil sonst könnt ihr diese Keile nicht mehr zum Holzspalten benutzen. Ich habe hier mal ein Stück Holz vorbereitet und ihr seht ja, das ist schon relativ dick. Und damit wollen wir uns jetzt einen Hammer bauen. Wir nehmen ungefähr Maß mit unserer Hand, so. Ihr könnt dann gucken, ungefähr so die Hälfte. Säge ich jetzt einmal mit dem Messer rundherum, ungefähr bis zur Mitte. Und dann machen wir hier einmal einen richtig schönen Kreis. Und dann werden wir unsere Spalthölzer dazu benutzen, diesen Brocken von Stamm auseinanderzutreiben. Und wie wir das machen mit dem Taschenmesser, das seht ihr jetzt im Video. Wir setzen jetzt einfach hier an und dann fangen wir, an, hier runter zu sägen. Wie gesagt, ungefähr bis zur Mitte runter. Ihr könnt das Sägeblatt dabei als Maß nehmen, hier. Und ich würde sagen, ich gehe 1,5 Sägeblätter weit rein. Ja, genau so. Und das machen wir einmal rundherum. Das Ganze soll dann ungefähr so aussehen. Und so könnt ihr auch theoretisch große Stämme durchsägen. Immer wieder im Kreis rundherum. Wenn die Klinge zu kurz ist für den Stamm, dann könnt ihr immer wieder im Kreis rundherum gehen. Wenn ihr den jetzt spalten wollen würdet, für Feuerholz zum Beispiel, dann könntet ihr den Keil jetzt hier ansetzen, oben drauf schlagen und dann würde das in der Mitte durchbrechen. Aber das wollen wir jetzt nicht machen. Wir wollen uns einen Hammer bauen. Da werden wir jetzt unser Messer nehmen und gleich vorweg zu sagen, setzt das Messer nicht im ausgeklappten Zustand an. Hier ist ein Klappmechanismus, ein Federmechanismus drin verbaut. Und wenn ihr dann hier oben drauf schlagt, damit macht ihr das Messer und den Federmechanismus kaputt. Und das wollen wir natürlich nicht. Wir können den Federmechanismus natürlich entspannen. Und zwar so. Und dann ist der Mechanismus entspannt. Dann schlagen wir natürlich nicht hier auf das Messer. Das macht ja keinen Sinn. Wir wollen ja, dass das heil bleibt hier. Deswegen schlagen wir ganz vorsichtig und behutsam auf die Klinge, in die Mitte von der Klinge. Da setzen wir das Messer hier oben an und setzt die Klinge erstmal so an, dass ihr nicht ganz so viel wegnehmt. Und dann vorsichtig, ganz vorsichtig schlagen wir das Messer im 90-Grad-Winkel rein. Und dann soll das so aussehen. Weiter treibt ihr das Messer nicht in den Stamm, weil sonst bekommen wir Schwierigkeiten mit dem Mechanismus. Dafür haben wir gleich die Keile gemacht. Das können wir beliebig oft wiederholen, bis wir dann ungefähr da unten sind. Und den Rest werden wir einfach entspannt wegschnitzen. Jetzt nehmen wir unseren Keil, setzen den oben an dem Schlitz an und treiben den mit einem anderen Stock durch das Holz. Und da kommt er auch schon. Und dann seht ihr, wie das bis nach unten hin abplatzt. Hier, da, seht ihr? Und dann könnt ihr das einfach abnehmen. Das mache ich gerade zum ersten Mal, also so jetzt die Spalttechnik natürlich nicht, aber mit dem Taschenmesser ist ganz witzig, dass man das so gut hinbekommt. Falls man mal nur mit dem Taschenmesser unterwegs ist, reicht es theoretisch auch. Damit kann man alles machen. Bam, oh, der war gut. Da ist sogar ein Ast drin. Ja, hier. Zack. Und da kann man das ganz gut erkennen. Das hat alles relativ gut funktioniert. Ich finde diese Technik mit dem Taschenmesser brutal gut. Also es ist brutal gut. Da kann man mal sehen, was man alles mit dem Messer machen kann. Wenn man damit betonen kann und schnitzen und man hat eine Säge. Ein Taschenmesser ist einfach ein Allrounder überhaupt. Bei dem Keil ist es wichtig, den regelmäßig wieder anzuspitzen, weil der rockt sich ganz schön schnell ab. Das werden wir jetzt mal machen. Bisschen nachschärfen quasi, dass er wieder spitz wird. Wir gehen direkt in die große Ecke rein. Yo! Wir haben unseren Grundgriff für den Hammer fertig. Jetzt werden wir noch ein bisschen hier dran arbeiten. Ja, und so einfach können wir einen Bushcraft-Hammer herstellen, womit wir dann größere Arbeiten machen können. Und ja, ist mega geil. Das ist übrigens auch mein allererster Bushcraft-Hammer, den ich selber gebaut habe. Und das mit einem Taschenmesser, einfach richtig geil, feiere ich mal übel ab.
Das Ding liegt auch gut in der Hand. Geil, feier ich. Feier ich richtig ab. Da kannst du richtig schön jetzt mit arbeiten, ne? Ich habe hier noch eine andere Kleinigkeit vorbereitet. Und zwar habe ich hier, wie nennt man das? Man kann daraus einen Potthänger machen oder einen Rucksackaufhänger, Jackenaufhänger. Und das werden wir jetzt auch machen. Wir schnitzen hier oben eine flache Kurve rein, ähnlich wie bei den Keilen, die wir eben gerade gemacht haben. Damit wir dann mit dem Nadelwerkzeug an dem Taschenmesser quasi ein Loch dadurch bohren können. Ungefähr so muss das nachher aussehen. Und dann nehmen wir dieses Werkzeug. Und Achtung dabei, das ist nicht zum Feststellen. Das kann wieder einklappen. Fasst das Messer so an. So. Dass, wenn das Teil einklappt, euch nicht komplett in den Finger rammt. Und dann nehmt ihr dieses Stückchen hier, stecht da rein, fixiert den Punkt. So. In einer Halbkreisbewegung bohrt ihr einfach dadurch. Boah, da ist es schon eingeklappt eben gerade. Es funktioniert richtig gut. Das ist brutal scharf, das Ding. Wir sind auch schon einfach auf der anderen Seite durch. Es ging richtig einfach. Schön schaben, bisschen Propeller machen. Man kennt's. Wow, was für ein Loch. Zieht euch das rein. Und so kommt euer Rucksack dann weg von der Erde. Ihr müsst ihn nicht auf dem nassen Fußboden, auf dem dreckigen Fußboden stellen. Und ihr könnt auch ganz entspannt dann hier reingucken, Sachen rausholen, Paracord trinken, was auch immer. Ich finde es eine richtig geile Technik, feiere ich übel ab. Wir kennen das alle. Wir holen unser Paracord aus dem Rucksack und wir haben diese kleinen ätzenden Knoten überall in unserem Paracord und teilweise, ihr kennt das bestimmt, wenn da so richtig Zug drauf war, man kriegt es kaum noch aufgezogen. Und da kommt unser Taschenmesser wieder zum Einsatz und zwar haben wir hier beim Flaschenöffner unten so eine richtig gute kleine Kante. Können wir dann einfach hier reinfassen und das damit dann lockern, wenn wir da mit unseren Fingern nicht mehr weiterkommen. Und dann könnt ihr das einfach aufziehen. Ganz entspannt. Ich find's mega. Ich find's mega. Ich hab's im Video gesehen, hab gedacht, ey, das muss ich ausprobieren. Und das klappt. Es klappt wirklich. Hätte ich schon das ein oder andere Mal gut gebrauchen können und ich hatte das Taschenmesser eigentlich immer dabei und ich habe voll Krise geschoben. Oft habe ich die Knoten einfach weggeschnitten und ja, das Paracord, was dann noch da dran war, habe ich dann auch weggeworfen. Aber ja, macht halt kein Sinn, weil es funktioniert halt auch so. Richtig, richtig guter Tipp. Feier ich. Also richtig nice. Jetzt kommen wir zum Thema Feuer. Wir haben hier einen Feuerstahl und der Feuerstahl kommt ja meistens mit so einem Schaber, mit dem man dann die Funken erzeugen kann. Hier. Genau. Aber manche haben diesen Schaber einfach nicht dabei und wir sind jetzt mal in diesem Szenario, wir haben nur das Messer und einen Feuerstahl dabei und wir haben an einem Taschenmesser keine scharfe Kante. Die sind alle abgerundet. Also man kann es nicht wirklich entzünden. Es funktioniert nicht richtig. Es klappt ja auch ein. Wie ihr sehen könnt, es klappt ein irgendwie. Es ist nicht ganz so gut. Wir haben hier noch den Dosenöffner. Der hat ja eine scharfe Kante da oben. Damit geht's. Aber wir wollen unsere Klingen ja auch nicht kaputt machen. Wir haben unser Messer und unser Messerrücken funktioniert auch nicht, weil es ist alles abgeschliffen, abgerundet, dass man sich daran nicht schneidet. Ich kann es mit der Klinge machen hier, aber ich bin kein Freund davon, das mit der Klinge zu machen. Es gibt einige Leute, die machen das. Ich bin da kein Fan von. Bei einem Taschenmesser, die einzige Kante, die wir haben, ist tatsächlich oben an der Säge. Die 90 Grad Kante an der Säge, haltet das Messer wieder so festhalten, weil bei dem Druck, den wir hier aufbauen, kann es sein, dass die Säge runterklappt und eure Finger einklemmt und das tut weh. Guckt euch die Zacken an, die wollen wir nicht im Finger oder in der Hand haben. Deswegen auch unten ansetzen und dann bam, bam. Ah, da kann man so schön das mit abschaben. Zieht euch das rein. Geil, let's go. Ja, damit funktioniert das auf jeden Fall bombenmäßig.
Wir haben vor, heute ein richtig fettes Feuer zu machen und wir haben ein Stück Holz, das wir spalten wollen. Ihr habt ja eben gerade schon im Video gesehen, wie man das theoretisch spaltet, wie man kleine Hölzer spaltet. Wir brauchen aber oben ein, ja, sagen wir, einen breiteren Cut, um das besser auseinanderzutreiben. Und dafür nehmen wir die Säge. Da setzen wir die Säge hier an und dann fangen wir an, ja, zu sägen. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Im Internet steht, jetzt sollen wir mit den Keilen hier oben reinschlagen und dann soll sich angeblich das Holz spalten. Und ja, das werden wir jetzt ausprobieren. Ich bin nicht überzeugt davon, dass das klappt, weil es ist schon echt brutal. Aber wir werden sehen. Ich glaube nicht, dass das geht. Wir brauchen auch zwei Keile dafür, damit der Druck im Holz richtig schön hoch ist. Wir probieren es mal so. Ey, ich glaube, es spaltet sich wirklich. Ey, ich glaube, es klappt. Ich glaube es nicht. Ich glaube, es klappt wirklich. Es reißt wirklich ein. Es geht. Mit dieser Keiltechnik wurden früher ja auch ganze Bäume gespalten und in einer Präzision, das ist ja der Wahnsinn. Ja, so haben die halt früher Baumstämme gespaltet. Das ist echt Wahnsinn. Wahnsinn. Im Prinzip ist das hier nichts anderes, bloß in klein. Und wenn man mal nur ein Messer dabei hat und man ist in einer Survival-Situation, dann kann man damit schon ordentlich was machen. Also es ist der Wahnsinn. Guckt euch den Baumstamm an, das ist brutal. Und einfach mit ein paar Kleinigkeiten, wenn man weiß, wie man sich da helfen kann. Ey, das ist heftig. Das ist richtig heftig. Genau für sowas mache ich diese Videos, um neue Sachen zu lernen, neue Dinge auszuprobieren. Und es ist richtig cool. Ey, es macht mega Spaß. Weil nur wenn man rausgeht und selber ausprobiert, kann man das lernen. Hier, seht ihr das? Es reißt einfach komplett auf. Über die ganze Länge. Hier auch. Richtig gut. Richtig gut, ey. Ah, das hat wehgetan. Schön die Haut abgerissen. Fuck. Immer schön vorsichtig im Wald. Das tut weh, Leute. Ich hoffe, das blutet nicht ganz so doll. Ich will das jetzt durchkriegen. Ja, das sieht doof aus. Ich glaube, ich habe auch gar kein Tuch dabei. Oder irgendwas. Idiot. Schmerztabletten habe ich dabei. Klasse. Sehr gut. Ah, Leute, ich glaube, ich muss abbrechen. Ah, das blutet wie Sau. Ja, so in der Art kann man dann Holz spalten und ja, Leute, ich muss jetzt los, weil ich habe natürlich kein Verbandszeug dabei und ja, es blutet doch schon recht doll. Ich würde jetzt das Video einfach beenden. Ja, Leute, das soll es dann von dem heutigen Video gewesen sein, wie ich meinen Bushcraft-Hammer mit dem Taschenmesserbau und noch diverse Taschenmessertricks mit Verletzung und ein kleinen Hinweis von mir. Leute, seid nicht so blöd wie ich. Nehmt immer ein Erste-Hilfe-Set mit. Habe ich normalerweise immer mit dabei. Außer natürlich heute. Und ja, heute haue ich mir komplett auf den Finger. Es blutet wie Sau. Und ich habe auch kein Tuch dabei. Sonst würde ich jetzt hier weitermachen. Aber ich habe kein Tuch dabei, womit ich das theoretisch abwischen könnte und vielleicht weitermachen könnte. Aber ein Pflaster und ein bisschen antiseptische Heilsalbe und so da drauf. Das wäre auf jeden Fall ganz hilfreich, weil es sieht schon echt nicht ganz so nice aus gerade. Ihr könnt es ja sehen und ich muss noch eine Stunde nach Hause laufen. Gut, Leute, auf jeden Fall. Ich wünsche euch jetzt noch allen einen wunderschönen Tag. Haut ein Like raus, falls euch das Video gefallen hat. Ich kündige jetzt schon mal an, dass es nächste Woche von mir kein Video gibt. Es kommen dann danach wieder regelmäßig jede Woche Videos. Ich muss jetzt schnell nach Hause, mich um meinen Finger kümmern und dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag. Lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns im nächsten Video in alter Frische wieder. Bis dahin, ciao.